The Wattensee is a very special place. This coastal area is shaped by the tides. Twice a day, there are high and low tides. People live here on the so-called Halligen. These are small islands without dikes that are flooded by storm surges. The houses stand on Waften, which are artificial elevations or dwelling mounds. This is how they protect themselves against storm surges. Archaeologists, geophysicists, and geoarchaeologists investigate this area with modern methods. Ja, das nordfriesische Wattenmeer ist natürlich eine ganz besondere Naturlandschaft, die immer im Wandel ist. Und wir haben hier ganz tolle Möglichkeiten, untergegangene mittelalterliche Kulturlandschaften zu erforschen, wo die ursprünglichen Siedlungsstrukturen sehr gut erhalten sind und die liegen unter den Wattsedimenten. Und das gibt uns einen sehr schönen Blick in diese Zeit, als man hier diesen Raum erstmals besiedelt hat. Uns interessiert natürlich extrem, was hier in der Erde gewesen ist. Wir haben ja ein ganzes Bündel von Methoden, was wir anwenden. Wir machen Geophysik, Geomagnetik, EMI etc. Das heißt, da greift man nicht in den Boden ein, man bekommt Bilder. Und damit sind wir hier rübergegangen letztes Jahr und dieses Jahr und haben gesehen, da ist was an Struktur. Es ist Wahnsinn, was man mit naturwissenschaftlichen Ergebnissen rausfindet. Ohne in den Boden einzugreifen, kann man sagen, hier waren Leute. Aber ich bin Archäologe. Das heißt, ich will ausgraben, ich will Dinge in der Hand halten, ich will Schichten mir angucken, ich will sie versuchen zu verstehen, mit Leuten diskutieren. Und wir wollten gerne rausfinden, ob hier eine Siedlungskontinuität vorgelegen hat, ob man hier im Frühmittelalter erstmals gesiedelt hat und dann bis ins Hochmittelalter geblieben ist und wann dieser Warfbau eingesetzt hat. Und gefunden haben wir tatsächlich eine hochmittelalterliche Warft, auf der Salz gewonnen wurde. Wir haben Bänder gefunden aus roten Torfaschen. Das heißt, wir wissen, dass gerade im Hochmittelalter Salztorf abgebaut wurde, massiv abgebaut wurde. Und hier haben wir tatsächlich mal so einen Arbeitsbereich, wo das geschehen ist. For reasons of nature conservation, scientists are only allowed to dig small pits, still large enough to make further finds. Also wir haben keine Metallfunde, Kleinteile, aber was wir doch haben, sind Scherben. Das findet man immer. Wir haben Gebrauchskeramik in kleinen Scherbenformen gefunden. Für den Archäologen wichtig sind dann immer die Randstücke, weil die uns sehr, sehr schön zeigen, wie diese zeitlich einzuordnen sind. Und da haben wir wirklich so ein paar Stücke, die ganz explizit in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts verweisen. Und natürlich, wenn ich selbst Keramik finde, versuche ich auch darüber nachzudenken, was für Menschen wohl dahinter gesteckt haben. Oder wenn man wie hier diese Situation hat, dass die Leute hier gearbeitet haben, das ist ja alles extrem anstrengend. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt selber in dieser Woche wieder gelernt haben, wie anstrengend dieser Boden ist, wie harte Arbeit es ist, das hier alles nutzbar zu machen. Und dann grübel ich natürlich auch nach über die damaligen Menschen mit noch einfacheren Methoden, die Tag ein, Tag aus, ohne Funktionskleidung, hier der harten Arbeit nachgegangen sind. Und das ist was, was mich natürlich sehr berührt und was auch wirklich als Bild in meinem Kopf dann auch auftaucht. Ja, wir versuchen natürlich zu verstehen, wie der Ablauf gewesen ist. Wir wissen, dass man im 11., 12. Jahrhundert hier in diese Landschaft, die damals eine relativ wilde Marsch- und Moorlandschaft, recht unwegsam und sehr von Wasserläufen durchzogen gewesen ist, da ist man reingegangen, hat die kolonisiert. Und je stärker diese Landschaft in Besitz genommen wurde, desto größer wurden auch die Probleme, weil sich das gegenseitig bedingt. Und wir versuchen halt rauszufinden, in welchem Maße man reagieren musste auf den zunehmenden Einfluss des Meeres, auf höher steigende Fluten und welche Probleme man sich geschaffen hat. Great drownings have changed the coastline significantly. The great storm surges in 1362 and 1634 claimed human lives and led to losses. Entire locations went under in the North Sea. To this day, attempts are being made to reclaim land from the sea. Today, the remains of past times are interesting research objects for archaeologists. Wenn man hier vor Ort einsteigt ins Watt, hat man gleich eine Fundstelle von einer bekannten Warft,
Man erkennt heute noch an den kleinen Prielzügen, die durchgehen, Fundstellen, wo man Knochen immer findet. Man findet immer Keramikteile. Das sind halt die Reste von dieser Warft. Wenn wir weitergehen an der Stelle, dann Richtung Japsand, trifft man auch sehr auffällige Strukturen, die so linear parallel laufen. Und das ist ganz wunderbar zu erkennen, sind die alten Salztorfabbauwiesen, wo man die Plagen hochgehoben hat, umgebrochen hat. Und tatsächlich sind diese Kanten auch heute noch erhalten, sodass man ganz eindeutige Strukturen sieht. Und das sind eben Fundstellen, die hier ganz bequem zu Fuß zu erreichen sind, die, wie gesagt, zum Teil auch noch in der schriftlichen Überlieferung zu finden sind, wie diese untergegangene Warft, aber eben auch noch ältere Spuren. Even if archaeologists usually deal with the past in their profession, they also have to regularly react to current developments. Was wir merken, ist natürlich schwer zu sagen, ob der Klimawandel da einen Einfluss drauf hat, ist natürlich, dass die archäologischen Fundstellen stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Also das Wattenmeer ist sowieso ein sehr dynamischer Raum. Das heißt, die Wattströme, durch die das Wasser bei den Gezeiten zu- und abfließt, die sind in einem stetigen Wandel und verlagern sich. Das heißt, Material wird die ganze Zeit umgelagert. Und dadurch werden Fundstellen freigelegt, aber auch aberodiert. Und wir können das tatsächlich auch in den geophysikalischen Messungen schon sehen, in welchem Grad manche der Fundstellen schon durch solche Prielverlagerungen abgeräumt worden sind. Und jetzt mit dem zunehmenden Klimawandel und einer höheren Sturmflutfrequenz ist natürlich zu befürchten, dass diese Kulturspuren, die jetzt zum Teil noch sehr, sehr gut erhalten sind im Untergrund, dass die zunehmend zerstört werden und dass wir uns ein bisschen beeilen müssen, damit das alles zu erschließen und zu erforschen, damit dieses Wissen nicht verloren geht. Wir wünschen uns natürlich, dass wir eine starke auch internationale Zusammenarbeit aufbauen können, um diese Küstenregion im Ganzen, die ja eine sehr interessante Geschichte hat, besser zu verstehen. The annual meeting of the European Association of Archaeologists is the largest archaeological conference in Europe. This year, 2021, it takes place in Kiel at our university, and there are 2,500 participants virtually. And because of the situation in this moment, also the excursions are virtual. You just saw one of the four virtual excursions, and these virtual excursions are about very important archaeological sites and features here in northern Germany. But they are also about the transformation of knowledge to our society. I think this is very important for also the motto of the conference, widening horizons. Widening horizons means that we use the knowledge of the past, which we archaeologists produce together with other scientists for the present to tackle also the future. And in this sense, I would recommend to you also to have a look at the other three virtual excursions in this program.